Holmes, was machen Sie hier? Was führen Sie im Schilde? Eine geheime Mission. Sie, Watson, müssen den gewissenhaften Arzt spielen, während ich mich in das Haus schleiche. Nur so können wir dem kleinen Tom helfen. Okay, ihr habt's gehört und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja, wie soll ich sagen, Sherlock Holmes, The Devil of Daughter oder so. Jetzt würden wir sagen, gehen wir doch mal durch die Hintertür rein, weil durch die Vordertür denke ich mal kaum, dass das so gut wäre. Oder das so. Fenster ist verschlossen. Ja, das habe ich mir noch fast gedacht, deswegen würde ich gerne die Hintertür nehmen. Oh Mann. Oh, wir dürfen knacken. Ist genauso einfach. Oder. Ja, ist genauso einfach. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Lord Marsh. Warum? Ich würde gerne Lord Marsh sehen, wenn Sie erlauben. Mr. Ho. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Lord Marsh. Warum? Ich würde gerne Lord Marsh wiederholen, sehen, wenn Sie erlauben. Ich dachte eigentlich gerade, ich muss wieder neu anfangen. Aber wie macht man das? Einfach nur so Abschnitt wirklich überspringen? Nein. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein! Mr. Holmes! Nein, was das machen ist Sie wieder hier? Völlig nach hinten was losgegangen. Oh Mann. Zum Glück darf man das so oft wiederholen. Wie kann ich es schafft. Ich möchte zu Lord Marsh. Das läuft warum? Dann. Ich würde gerne Lord Marsh sehen, wenn Sie erlauben. Mr. Holmes! Also, ich weiß nicht, was ich dabei machen soll, ganz ehrlich. Also, das ist die dümmste Stelle ever. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Lord Marsh. Warum? Ich würde gerne Lord Marsh sehen, wenn Sie erlauben. Oh, Sie Tollpatsch! Passen Sie doch auf! Ich muss wirklich zu Lord Marsh und ihn untersuchen. Fischer, bitte, lassen Sie Dr. Watson rein. Gute Arbeit, Watson. Mal sehen, ob sich der Tresor knacken lässt. Doktor, Sie konnten es wohl kaum erwarten, mich erneut zu besuchen. Ganz genau. Erlauben Sie mir, Sie zu untersuchen? Eine zweite Meinung, damit der große Lord Marsh nicht plötzlich der tote Lord Marsh ist? Nun, wenn Sie es so ausdrücken, sehr gerne. Soll ich mich in Ihr Büro zurückziehen, Milord? Nein, Doktor, bitte, bleiben Sie hier. Ich werde Ihre Hilfe brauchen. Soll noch etwas zu Bruch gehen? Das wird sich zeigen. War knapp und instinktiv gehandelt, meine Freunde, aber komisch, dass er das Bild nicht bemerkt hat. Aber okay, gucken wir uns das mal an. Also, da ist ein Brief. Sehr geehrter Lord Collins, ich bin mir absolut sicher, dass wir im Hinblick auf das Wohl
des Empire viel von ihnen lernen könnten, auf deren Rücken wir nur allzu gerne stehen. Von denselben Menschen, die wir mittellos und ungern in den Schatten unserer Städte ihrem Schicksal überlassen. Hierzulande wie auch in anderen Ländern, Lord Marsh. Okay. Also dann legen wir das wieder zurück. Oder besser gesagt, mal hier weg. Dann können wir das hier eigentlich mitnehmen, oder nicht? Hallo? Darf ich da nichts mitnehmen? Schade, dann können wir das wieder so hinlegen. Dann gucken wir mal diesen Brief an. Bis zu diesem Tage wurden durch das Sonderausbildungsprogramm schätzungsweise über 200 Menschen von dem Leben und dem Tod in der Gosse gerettet. Sie wurden dazu gebracht, an den wichtigen Grundlagen für unseren blühendes Empire mitzuarbeiten und ihren Teil zu unserer aller Wohlstand beizutragen. Dies ist vor allem der Vision und der weisen Voraussicht von Lord Marsh zu verdanken, der zu unseren fortschrittlichsten und klügsten Politikern gehört. Er hat überwältigende Arbeit in diesem Bereich geleistet, ohne sich auch nur im Ansatz von der haltlosen Kritik und anderen Hürden durch seine arroganten Kollegen behindern zu lassen, die einfach nicht über ihren Tellerrand hinaussehen wollen. Boah, sehr guter Junge. Mal gucken, ob wir jetzt noch hier was machen können. Nö, können wir nicht, dann müssen wir das Buch auch wieder so hinlegen, dass er nichts merkt. So. Sehr geehrter Lord Marsh, dank Ihrem wundervollen Ausbildungsprogramm hat sich mein Leben völlig geändert. Ich wusste nicht, wie ich Ihnen danken sollte. Deswegen habe ich Ihnen diese Blume gepflückt. Vielen Dank. Okay. War das alles? Willst du mich verarschen? Das war doch nicht alles. Ich konnte sicher noch was machen, oder? Okay, dann gehen wir jetzt dort mal was knacken. Wenn die das so wollen. Hallo? Drehen Sie im Schloss der Scheibe, was? Wie soll ich das denn machen? Nach links drehen. Und wie, wann schlägt sie aus, meine Freunde? Aha. Nein. Aha, das ist sehr cool. Ja gut, dann ist es ja einfach. Easy going for the win. Wir müssen einfach so einen großen Ausschlag suchen. Mehr ist das nicht. So, und dann ist es schon fast auf, meine Freunde. So, jetzt gucken wir hier noch. Vielleicht habe ich Glück mit dem Drehen. Ohne Probleme, Freunde. So ist es genial. Gemacht. Man muss einfach auf den höchsten Ausschlag achten und dann tada! Hey, weiterlesen. Ich bewundere all diese Bedürftigen so ungemein. Sie sorgen für so viel frischen Wind. Mit ihnen zu kommunizieren ist eine wahre Freude und sie sind so klug, nicht so wie wir. Vielleicht sollten sie Lords sein und wie gewöhnliche Menschen und wir gewöhnliche Menschen. Lord Harrington. Okay. Und der hat auf jeden Fall 7. November. Die Bürger ziemlich gern. Das heißt, gern. Das Treffen soll heute stattfinden. Oh, das Treffen soll heute stattfinden. Sehr geehrter Lord Marsh, unser Treffen findet bei der Grunsten Eiche am 7. November statt. Diesem Schreiben legt eine Karte bei, damit sie den Treffpunkt ohne Probleme finden können, Lord Collins. Okay. Und die Karte nehmen wir natürlich auch mit. Können wir hier noch zumachen? Es wäre noch ziemlich cool. Scheint mir aber nicht der Fall zu sein. Und was ist denn hier? Lord Marsh ist ein alter Jäger. Hier kann ich mich verstecken. Müssen wir jetzt wieder hier so raus oder müssen wir irgendwas noch machen? Ich würde sagen, Sie leiden womöglich doch nicht nur an einer einfachen Grippe, Lord Marsh. Wo ist denn Ihr werter Freund, Dr. Watson? Oh, er steckt seine Nase bestimmt gerade wieder in anderer Leute Angelegenheiten. Milord, es tut mir leid zu stören, aber ich muss Sie an Ihre Verabredung erinnern. Schon so spät?
Verzeihen Sie, Dr. Watson, aber wir werden woanders erwartet. Können wir Sie ein Stück mitnehmen? Sie gehen aus? Das ist in Ihrem Zustand nicht sehr ratsam. Das ist lieb gemeint, aber das Elend ruht nie. Ich werde gebraucht. Nun, passen Sie gut auf sich auf, Lord Marsh. Ich werde Ihnen meine Diagnose zukommen lassen, Dr. Fischer. Danke, Dr. Watson. Auf Wiedersehen. Okay, wir können wieder herleiten, würde ich sagen. Okay, aber wie? Einladung. Jo, dann haben wir hier was. Okay. Lord Marsh und seine Freunde sind leidenschaftliche und erfahrene Jäger. Okay, das ist das Nächste, was wir erfahren haben. Und was können wir sonst noch erfahren? Einladung und George verschwinden. Nichts damit zu tun. Schade, schade. Dann gucken wir uns mal weiter um, was denn vielleicht noch, ja, das ergeben hat, was Sherlock Holmes rausgefunden hat. Ah, der ist ja auch hier. Oh, ich wusste gar nicht, dass der auch hier mit von der Partie ist. Schade, dann ist also beides miteinander verbunden. Mal schauen. Holmes, sehen Sie sich das an. Das ist ernst. Watson, was machen Sie an meinem Tisch? Ich muss nur etwas von Lord Marsh überprüfen. Meine Intuition sagt mir, dass Lord Marsh etwas über seine Krankheit verschweigt. Sein Husten, sowie sein Fieber und die starken Schmerzmittel bringen mich zu dem Schluss, dass er ernsthaft krank ist. Sehen wir uns das einmal an. Ich könnte eine Probe davon unter dem Mikroskop untersuchen. Ich muss mit dem Glasstäbchen eine Probe davon nehmen. Fügen wir der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Und was ist jetzt, wenn man es falsch macht? Also ich hätte jetzt mal Carbo. Dafür brauche ich eine Pipette. Aha, dann sagt einfach was. Okay. Dafür brauche ich eine Pipette. Aha, immer noch die Pipette. Okay. Und wenn ich jetzt die Pipette habe und ich jetzt Alkoholsäure garantiert, dann geht's auf. Methinblau, ich weiß ja nicht. Ich versuche mal das Rote. Einfach mal instinktiv. Fügen wir der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Sehen wir uns nun die gefärbte Probe unter dem Mikroskop an. Mykobakterien. Lord Marsh ist ganz offensichtlich ernsthaft krank. Holmes, die Angelegenheit ist sehr ernst. Wie ich bereits befürchtet habe, Lord Marsh leidet an Tuberkulose. Sagen Sie bloß. Ja, das sage ich. Und Holmes, er wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht. Und dennoch setzen Lord Marsh und Dr. Fischer alles daran, diesen Umstand geheim zu halten. Interessant.
Aber warum? Ja, warum, Watson? Aber mein Gott! Glauben Sie etwa, dass er sich die Krankheit bei der Hilfe für die Armen zugezogen hat? Wie schrecklich! Ich muss nun etwas erledigen, was ich nicht aufschieben kann. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, während ich weg bin. Diese Krankheit ist extrem ansteckend und bedenken Sie, es sind Frauen im Haus. Vielen Dank, Miss Alice. Bis später. Wir sehen uns später, Caitlin. Wo warst du? Sie hat mir ein Buch gegeben. Sie ist so nett. Ich glaube, sie mag dich. Wohl eher nicht. Wie steht es um deinen Fall? Es geht so. Dracula? Ja. Wusstest du, dass das Buch bei uns im Internat verboten ist? Sieh an. Oh, das ist so romantisch. Also sozusagen, Tochter ist auch wieder von Partie oder so. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir denn noch machen müssen. Das ist, ja, noch was man nicht wissen kann teilweise, was Tuberkulose ist. Ja, ich weiß es jetzt momentan auch nicht, das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gehört, aber ja, interessiere mich halt nicht für solche Krimskrams, da müsste ich jetzt meine Freundin fragen, die ist ja Ärztin, von daher sollte sie das auch wissen. Wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht, doch warum verschweigen Lord Marsh und Dr. Reuben Fischer diese Tatsache? Keine Ahnung, müssen wir herausfinden, was ist unser nächstes Ziel? Keine Ahnung, sieht mir danach aus, als müssten wir das selbst herausfinden. Wolfshase, müssen wir wirklich das selbst rausfinden? Oh Gott, dann klicke ich mich einfach mal durch und ihr könnt vorspulen oder nicht, das ist euch überlassen. Bis gleich. Nicht das, was ich benötige. Nicht das, was ich benötige. Ich glaube, ich mache das anders. Ich werde bis zur nächsten Folge da mal nachgoogeln, wo ich das suchen muss. Sonst tue ich mich ja dumm und dämlich. Mein Analysetisch. Ja, das ist ein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Das ist sehr cool. Wir können ja jetzt... Das ist Kates Zimmer, nicht meins. Kates Zimmer, gut zu wissen. Aber dann gehe ich jetzt mal zu Hursts Wohnung. Vielleicht hat der Sohnemann noch was zu sagen. Oder wir kriegen hier noch eine Herleitung. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Nein, wir kriegen gar nichts. Das heißt... Ja, Freunde, wir müssen hier noch weiter gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch mal kurz zu unserem guten kleinen Boy, ob er vielleicht was zu melden hat. Ich weiß jetzt nicht, wo Watson hin ist, keine Ahnung. Er meinte nur, er muss was Dringendes erledigen, wahrscheinlich wegen Lord Marsh, aber hey. Mir eigentlich soweit egal. Soll einfach machen. Der Typ soll einfach dann auch da sein, wenn wir ihn brauchen. Und nicht einfach verschwinden, der gute Herr. So. Hoffentlich ja, finden ja, Sie meinen mehr Vater. Sagst du nicht, mein Freund. Du bist ein Arschloch. Na dann. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Tudelö.